Moin Leute und was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video beziehungsweise sogar zu einem neuen Format auf dem Hauptkanal Dänemar. Und zwar werde ich in Zukunft auch Quizze und sowas halt machen von testedich.de. Naja, also ich teste mein Wissen und ihr dürft halt zuschauen. Aber auch natürlich gleichzeitig unter euch mitraten. Ne? Also ihr könnt dann eben jedes Mal dann auch das auch, ihr könnt es euch auch zu zweit anschauen und dann immer natürlich auch immer wieder pausieren, um selbst zu überlegen, was es dann ist. Und dann kommt natürlich hier die Auflösung. Ne? Aber jetzt würde ich eben sagen, also natürlich als allererstes für den Anfang nehme ich GTA 5. War ja logisch. War ja klar, ne? GTA 5. Und zwar, wie gut kenne ich mich in GTA 5 aus? Das Spiel, das ich seit 2018 spiele und abgesehen von Roblox am meisten. So, ich hoffe übrigens, ihr hört mich gut. Ich muss ja leise sein, weil es ist gerade 3.30 Uhr. So, wann, also erste Frage, wann erschien GTA 5 zum ersten Mal in Deutschland? In Deutschland. Das muss der 17. September gewesen sein. Ja, geil. Nein. Aha. Was gerade eben passiert ist. Die Seite hing. Beziehungsweise die Seite hängt. Also es müsste der 17. September 2013 gewesen sein. 17. September. Endlich! Müsste gewesen sein. Naja, ich glaube, es war, weil im August oder September oder so kam das Spiel raus. Okay, wie heißen die drei Hauptfiguren in dem Spiel? Michael, Franklin und Dennis. Michael, Frank und Trevor. Michael, Franklin und Trevor. Felix, Mario und Alex. Es ist Michael, Franklin und Trevor. Obwohl ich tatsächlich immer sage Franklin, also in der Reihenfolge sage ich es tatsächlich nicht. Ich sage immer Franklin, Michael und Trevor. Aber es ist da, wo das Blaue ist. Michael DeSanta, Franklin Clinton und Trevor Phillips. Wo spielt die Handlung? Los Santos. Das sind einfache Fragen, ehrlich gesagt. Hat Michael eine Familie? Ja. Er hat eine Frau und zwei Kinder. Kann man sich die Autos tunen? Wenn er meint, mit Tune halt, ja. Ja, doch. Man kann bei Los Santos Customs gehen und da die Autos färben, Licht, also Neonlichter unten einbauen, den Auspuff verändern, das Glas färben, Scheinwerfer und alles drum und dran. Also ja, man kann es tunen. Wie heißt die Tuning-Werkstatt? Fame or Shame? Falls das nicht die nächste Frage oder so sein wird, sage ich jetzt mal, das ist die eine Show, wo die Tochter von Michael immer sein möchte, mitmachen möchte und so. War ja eine Mission. Pay and Spray? Nee, das war GTA San Andreas.
Los Santos Customs, wie in der vorherigen Frage kurz erwähnt von mir, ja, Los Santos Customs. Wer hat eine Immobilie auf dem Land? Trevor. Es ist ein Wohnwagen übrigens. Obwohl, kommt drauf an. Es geht ja wahrscheinlich um das Wo um wer auf dem Land wohnt. Weil Immobilien, das sind alle. Aber ich glaube, es geht um das Haus. Dann ist es Trevor. Sein ranziger Wohnwagen. Frage 8. Wer lebte kurze Zeit mit Trevor zusammen? Michael. Mit wem wohnt Franklin am Anfang zusammen? Also ich habe übrigens, scheiße, ich habe übrigens kurz was voll vergessen. Ich möchte die Fragen vorlesen. Also, mit wem wohnt Franklin am Anfang zusammen? Mit keinem, mit seinen Eltern, mit seiner Tante, mit seinen Großeltern, mit seinem Onkel, mit seiner Tante. Ich glaube, die hieß Denise Clinton. Was hat Franklin für ein Haustier? Eine Katze? Haustier? In GTA 5 gibt es so etwas nicht. Einen Hund. Okay. Erstens, einen Hund. Das klicke ich schon mal an. Zweitens, das ist nicht Franklins Hund. Das ist eigentlich nicht Franklins Hund, sondern der von seinem Arbeitskollegen Lamar. Und der heißt übrigens Job. Es ist jetzt übrigens Frage 10 von 10. Ist also somit erledigt, deshalb kann ich es erzählen kurz. Der Hund heißt Job und gehört aber nicht Franklin. Er ist nur bei Franklin. Nach der Endmission. Das für immer. Lamar holt ihn sich nie wieder zurück. Erstmal den Hund absetzen. Okay, die Auswertung. Du kennst dich sehr gut in GTA 5 aus. Du zockst sehr gerne die Story und manchmal auch GTA Online. GTA Online zock ich nicht. Kein Geld. Kein Geld. Gut gemacht. Du hast 10 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Alter, 10 von 10 Fragen. Das. Okay. Ja, aber ich bin auch persönlich, das waren, wenn man das Spiel kennt, nicht so schwere Fragen, ehrlich gesagt. Naja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn ich einen Teil 2 machen soll mit einem anderen Quiz, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst doch auch gerne ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal, drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Wenn ihr reinen Gaming-Content sehen wollt, dann geht doch auf meinen neuen Kanal, Dänemark Gaming. Weil auf dem Kanal Dänemark Gaming mache ich reines Gaming, nichts anderes. Jedoch Online-Spiele könnt ihr trotzdem da lassen und ein Abo vorbeilassen. Werde auch irgendwann nach einer Weile auch ein bisschen aktiver dort werden. Ich kann es aber nicht versprechen, ob ich 100% aktiv werde, weil ich habe halt wirklich viele Kanäle und so. Und folgt auch noch wenn ihr Musik mag, meinen Musikkanal Dan218. Ja, Leute, Dan218 ist zurück. Ich bin ja auch überlegen, ob ich mich auch hier den Kanal Dänemark lassen soll, aber halt mich trotzdem als Dan218 identifiziere. Egal, das ist erst eine Sache für die Talkstreams. So, ich bin raus und bis zum nächsten Mal.